Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Open-Source-Projekt BPMN AI. Mein Name ist Mario Mizudai. Ich bin von der WAD IT-Unternehmensberatung mit Hauptsitz in Münster, aber auch hier in Köln um die Ecke. Wir haben etwas über 140 Mitarbeiter, sind in verschiedensten Bereichen unterwegs, also von BPMN, Künstliche Intelligenz, Cloud, aber auch agile Entwicklung, Testautomatisierung. Wir haben verschiedenste Bereiche, in denen wir tätig sind und Projekte machen. Und BPMN AI, vom Namen hört man das ja schon, ist das so eine Mischung aus, was mit Prozessmodellierung zu tun hat, aber auch mit künstlicher Intelligenz. Und da würde ich gerne mal ein bisschen was zu erzählen, was wir da genau für eine Idee hatten und was wir da für ein Open Source Projekt draus gebaut haben, wo wir gesehen haben, dass viele Kunden mit dem Problem zu kämpfen haben. Vielleicht mal ganz kurz, damit ich das ein bisschen einschätzen kann. Hat jemand von Ihnen schon mal was vom BPMN gehört oder damit zu tun gehabt? Okay. Mit Machine Learning auch schon jemand was zu tun gehabt? Okay. Also ich werde auch sowieso in dem ersten Teil werde ich durchgehen und nochmal auffrischen, okay, was ist BPMN, was macht man damit? Und wie ergeben sich dafür Lösungen oder Potenziale für KI? Ich werde dann auch nochmal kurz das Vorgehen, was wir machen, in der KI einsortieren, aber recht kurz. Und dann nachher auch zeigen, wie wir dann quasi solche Modelle in Prozessmodelle integrieren. Dann die Lösung vorstellen, wie wir dieses Problem, was ich dann schildere, gelöst haben mit BPMN AI, was wir dann auch als Open Source Projekt released haben. Und dann nochmal eine Live-Demo geben, also ein bisschen in das Projekt einsteigen, ein bisschen zeigen, was wir da drin vorfinden, falls sich da jemand da mal mit einarbeiten möchte. Und auch eine kleine Live-Demo machen und auch etwas zeigen, was wir in Zukunft auch Open Source stellen wollen. Also wenn da jemand Interesse hat, kriegt er schon mal so einen Einblick, was wir da machen und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant, um da mitzumachen. Fangen wir an. Ja, BPMN 2.0 ist ein globaler Standard für Prozessmodellierung von der OMG abgeschieden und hat eigentlich zwei zentrale Zielsetzungen. Die erste Zielsetzung ist, dass Fachnutzer, also technisch, jetzt nicht technisch versierte Nutzer, sondern eher die Fachseite, in die Lage versetzt werden soll, durch Modellierungstechniken Business-Geschäftsprozesse modellieren und darstellen zu können und auch verstehen zu können, wenn sie solche Modelle lesen. Das war die erste Zielsetzung. Die zweite Zielsetzung war dann, dass man aus diesem Modell möglichst, ohne jetzt gleich ein komplett neues Modell bauen zu müssen, das möglichst einfach auch in die Nutzung und in die technische Ausführung bringen kann. Ja, das sind nur die zwei Hauptziele. Besonders der zweite Teil führt halt dazu, dass sich da auch Potenziale daraus ergeben. Das heißt generell, ich gehe jetzt mal ganz grob drauf ein, weil ich gleich nochmal ein Beispielmodell zeigen werde. Wir haben drei generelle Objekttypen in dieser Sprache. Also es gibt Events, die immer einen Zustand darstellen. Ja, zum Beispiel, ob irgendwie eine Rechnung eingegangen ist oder ob ein Prozess beendet wurde oder auch Zwischenzustände, die man modellieren möchte. Dann gibt es sogenannte Aktivitäten, alles Sachen, die im Prozess durchgeführt werden. Das können manuelle Aktivitäten sein, das können automatisierte Aktivitäten sein, wo zum Beispiel auch Systeme involviert sein können. Das sind alles Aktivitäten. Und dann gibt es Gateways, die üblicherweise für Entscheidungen verwendet werden. Das heißt, wenn ich in einem Prozess mich entscheiden möchte, ob ich dann links oder rechts rumgehen möchte, werden solche Entscheidungsgateways modelliert. Und es gibt diese drei Ausprägungen in verschiedensten Spezialisierungsformen, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Wer damit gearbeitet hat, kennt sie auch schon. Und wenn wen es interessiert, kann damit reingucken unter der OMG-Spezifikation. So, Prozess-Engines. Was machen die jetzt? Ich habe ja schon gesagt, wir haben zwei Ziele mit BPMN. Die ermöglichen es jetzt, dass man diese Modelle, wenn man das dem Geschäftsprozess abgebildet hat, durch technische Details zu erweitern und damit quasi den Geschäftsprozess zum Leben zu erwecken. Ja, ich habe einen Prozess-Engine, die diesen Prozess unterstützt, indem es zum Beispiel automatisch bestimmte automatisierte Tasks triggert, wenn diese modelliert sind. Vielleicht einem Nutzer in einer Prozess-Engine, in einer Taskliste anzeigt, hey, du hast jetzt in folgendem Prozessschritt folgende Aufgabe zu tun. Dann wird ihnen da vielleicht ein Formular gezeigt, wo er diesen Schritt durchführen kann. Und diese gesamte Koordination, die da passieren muss, ist eine Aufgabe, die dieser Prozess-Engine übernimmt. Das heißt, es wird wirklich komplett durchgeführt, auch Fehlerfälle etc. werden, können dort komplett modelliert werden. Und der zweite wichtige Punkt, der jetzt für uns sehr interessant ist, wenn ich natürlich als Prozess-Engine alle Aktivitäten koordinieren können muss und soll, dann muss ich natürlich auch sämtliche Informationen dazu haben. Also zum einen klar die technischen, die ich für die Schnittstellenimplementierung vielleicht brauche oder für die technischen Aktivitäten. Aber ich brauche auch alle fachlichen Dinge. Wenn ich zum Beispiel Entscheidungen nach fachlichen Kriterien treffe, müssen diese fachlichen Informationen, nach denen ich entscheide, irgendwo im Prozess auch vorhanden sein.
Eine beliebte Postgres-Engine im Open-Source-Bereich ist Camunda, die fast ausschließlich alle unsere Kunden, mit denen wir aktuell arbeiten, die sind mit Camunda unterwegs. Ist auch die Engine, mit der wir bisher an BPM NAI gearbeitet haben. Also das ist die Prozess-Engine, mit der wir dieses Tool, was ich nachher vorstelle, dann implementiert haben oder angeschlossen haben. Also hier ist ein kleiner Beispielprozess. Das ist auch der Prozess, den ich hier annehmen werde für unsere Präsentation. Also wir haben erstmal ein Startereignis. Das ist ein abgeschwächter Prozess oder ein sehr, sehr vereinfachter Prozess einer Versicherung. Und zwar geht es da um die Schadensmeldung von Glasbruchschäden. Ja, also jemand hat ein Fahrzeug, ihm fällt ein Stein drauf oder kriegt einen Steinschlag auf die Scheibe und reicht jetzt quasi bei seiner Versicherung einen Antrag auf Schadensregulierung ein. Der Prozess ist in der Realität deutlich komplexer und sehr groß bei dem Kunden. Ich habe das jetzt mal auf sehr kleine und die wichtigen Aspekte für diese Präsentation runtergedampft. Also wir nehmen an, jemand reicht vorne eine Schadensmeldung ein, das kann eine Rechnung sein, da kann der Rechnungsbetrag draufstehen, welche Werkstatt es war, wo sie liegt, vielleicht auch welche Ersatzteile verwendet wurden, das Fabrikat vom Fahrzeug etc. etc. Dann habe ich hier so einen allgemeinen automatisierten Schritt. Also automatisierte Schritte erkennt man an diesem Zahnrad. Das heißt, dass das immer irgendein System ausführt und keine Person. Dann nehme ich jetzt an, dass wir aus verschiedensten Systemen in der Versicherung Daten über diesen Versicherten sammeln. Ja, ist er Vollkasko versichert, Teilkasko versichert, hat er Vorschäden etc. etc. Wo wohnt er? Und auch solche Geschichten. Und was jetzt passiert ist dann in diesem Fall ist, dass es eine Stelle im Prozess dann gibt, diese gab es auch genauso in dem Prozess, halt in einem deutlich komplexeren, aber da gab es dann eine Person, die diese sämtlichen Informationen bekommen hat, sowohl von dem Schaden und von der Rechnung, als auch alle Informationen aus der Versicherung zu der Person und jetzt entscheiden musste anhand dem, was da vorliegen hat, okay, diese Rechnung, die ich da habe, ist die für mich plausibel und okay, also würde ich jetzt diese Rechnung freigeben und quasi regulieren lassen oder sage ich, irgendwie kommt mir die Rechnung vielleicht zu hoch vor, irgendwas stimmt damit nicht, ich lasse es nochmal extern prüfen. Dann gibt es diesen Pfad, dass eine externe Prüfung beauftragen kann. Das ist hier ein Zeichen für, dass da noch ein kompletter Subprozess hintersteht. Und das ist ein externer Partner gewesen. Das heißt, da musste man für jede Rechnung, die man prüfen möchte, musste da gezahlt werden. Und dann wurde quasi die Rechnung vom externen der Dienstleister geprüft, der hat dann quasi zurückgemeldet, im Endeffekt ist die Rechnung in Ordnung, kann man das nachvollziehen, dann wurde die Rechnung auch wieder freigegeben oder sie wurde quasi abgelehnt mit der Bitte, dass da bitte eine neue Rechnung oder eine neue Prüfung stattfinden muss von dem Schaden. Also eine sehr vereinfachte Darstellung, die wir da haben. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, was für Daten denn so anfallen in so einem Prozess. Ja, ich hatte ja gesagt, man muss sämtliche Daten haben, damit man diesen Prozess ausführen kann und koordinieren kann. Aber was sind das denn so für Daten? Da wären zum Beispiel, denke ich, klassische Prozessvariablen. Das können, wie ich gerade schon sagte, Rechnungsbetrag sein, das kann das Fabrikat sein, das kann aber auch der Schadensnehmer selber sein oder der Kunde der Versicherung. Das kann das Prüfungsergebnis sein, also die Entscheidung, die Person trifft, ist auch eine Prozessvariable, weil die Prozessengine natürlich danach entscheiden muss, wie sie weiter vorgeht. Es können aber auch Laufzeiten sein, also wenn ich mich zum Beispiel im Prozess dafür interessiere, wie lange bestimmte Aktivitäten oder vielleicht der gesamte Prozess dauert, dann sind das auch Informationen, die ich quasi aus diesen Daten ableiten kann. Daten, die jetzt nicht in den Prozess-Engine selber genutzt werden, so zum Beispiel, es gibt ja auch zum Beispiel Daten, die vielleicht in externen Systemen gepflegt werden. Da kann es dann aber auch, was wir häufig den Fall haben, ist, dass wir innerhalb dieser Prozessdaten dann so eine Kennung haben, die quasi diesen Fall identifiziert, damit man nachher gegebenenfalls zusätzliche Informationen, die man jetzt nicht durch die Prozess-Engine leiten würde, aber die für den Fall eigentlich relevant sind, auch noch nachher referenzieren kann. Also eine Hülle und Fülle von Daten oder Arten von Daten, die man dort sammeln kann und die quasi auch potenzielles Wissen bieten, das man vielleicht nutzen kann, um diesen Prozess zu unterstützen, optimieren und da noch etwas besser rausmachen kann. Was, wenn man sich vorstellt, wenn da jetzt viele dieser Einreichungen kommen, ist dann natürlich relativ viel Aufwand hier im manuellen Bereich zu tun, obwohl eigentlich schon relativ viel von dem Rest eigentlich automatisiert abläuft. Und genau diese Konstellation ist eine, die häufig, wenn man darüber nachdenkt, ob man vielleicht was mit KI oder Machine Learning machen kann, im Prozess ist dieses Muster häufig das, was häufig voranzutreffen ist. Das heißt, es gibt eine manuelle Entscheidung, ja, eine Person entscheidet etwas anhand von Daten, die es im Prozess gibt, die vorher gesammelt wurden.
muss daran entscheiden, ob man jetzt zum Beispiel eine Prüfung macht oder nicht. Also dieses Muster von viele Daten sammeln, jemand schaut manuell drauf und ich entscheide, in welche Richtung ich eigentlich weitermache. Das Gute an dieser Konstellation ist, ich weiß ja sowohl die Daten, die die Person hatte bei der Entscheidung, was sie sich angeguckt hat, und ich weiß auch, wie sie sich quasi entschieden hat. Ja, also ich kenne beides, was beim Machine Learning, im Supervised Learning, wie wir das nennen, zu Hilfe kommt. Jemand eine Frage irgendwie zu BPMN, irgendwas da, dann gerne eben einfach fragen, sonst gerne nachher. So, jetzt nur kurzen Abriss künstliche Intelligenz. Ich habe das eigentlich gerade schon hervorgenommen. Ja, künstliche Intelligenz, was ist das? Generell sagt man, sehr allgemein gesprochen, wir lassen Menschen wie Maschinen agieren, ist jetzt ein sehr weites Feld. Da gibt es ja viele Diskussionen über Strong und Weak AI. Wir sind jetzt eher im Bereich Machine Learning unterwegs, wo wir halt versuchen, anhand von Daten statistische Methoden, wie zum Beispiel Regression oder Gradient Boosting Modelle zu bauen aus Daten, um dort Vorhersagen für die Zukunft zu treiben zu können, auch von neuen Datensätzen, die wir bekommen, oder vielleicht auch einfach nur Informationen zu den Daten generell erheben wollen, die wir sonst nicht hätten. Was ich gerade schon sagte, dann gibt es noch Bereiche des Unsupervised und Supervised Learning. Also Unsupervised Learning ist, ich habe zum Beispiel eine Menge an Datensätze, weiß aber noch nicht das Ziel, also in dem Fall weiß ich ja, was ich quasi bestimmen möchte. Aber im Unsupervised Learning kann es zum Beispiel sein, ich habe eine Fülle an Daten und ich möchte gerne wissen, ob diese Daten in irgendwie in einer Art gruppierbar sind oder nicht. Das wäre dann ein Bereich aus dem Unsupervised Learning. Aber wir befinden uns dann hier im Supervised Learning, weil wir sowohl die Daten kennen, die für die Entscheidung gebraucht wird, als auch die Entscheidung selber. Also im Machine Learning spricht man davon, wir haben die Features und wir haben die Zielvariable, die wir da brauchen. Ja, eine Sache, die dann jetzt ein bisschen auf das Problem oder auf die Tatsache stößt, weswegen wir auf BPMN AI gekommen sind. Wir haben so schön gesagt, wer AI sagt, ich weiß gar nicht, welcher Kollege das war, wer AI sagt, muss auch BI sagen. Also es gibt Aussagen, dass sich ein Data Scientist 80% der Zeit eigentlich nur damit beschäftigt, Daten zu sammeln, Daten zu bereinigen, Daten so vorzuverarbeiten, dass man damit überhaupt irgendwie sinnvoll arbeiten kann. Und ja, viele Daten sind besser als weniger Daten, was aber jetzt nicht für alle Modelle gilt in der Machine Learning. Es gibt durchaus Modelle, die mit weniger Daten auch zurechtkommen. Aber wenn die Daten nicht in einem guten Format sind oder gut vorverarbeitet sind, dann begriff ich auf das beste Modell nichts, weil dann kriege ich auch quasi nach dem Prinzip Shit in, Shit out, kriege ich da auch nichts raus. Das heißt, was wichtig war, ist eine gründliche, vorverarbeitete und historisierte Datenmenge, um erfolgreich solche KI- oder Machine Learning-Projekte durchzuführen. Und das war ein Problem, was viele Kunden bei uns hatten weswegen wir die Lösung, die ich gleich nochmal vorstelle, eingesetzt haben. Aber ich wollte kurz vorher, das hatte ich gerade vergessen, dass wir das noch haben. Prozess-Events. Ich habe jetzt mal einen sehr einfachen Prozess dargestellt und wollte jetzt einfach mal zeigen, was so eine Prozess-Engine eigentlich lockt. Ja, wenn ich eine Prozess-Engine laufen lasse und den Prozess wirklich lebe, was schreibt die denn so mit? Und jetzt ist das am Beispiel von Camunda. Wir haben eine andere Engine, die wir uns jetzt angeguckt haben, auch ähnliche Struktur festgestellt. Was aber häufig passiert ist, dass man sogenannte Prozess-Events lockt. Ja, also ich habe in Camunda drei verschiedene Events. Ich habe sogenannte Prozess-Events, die mir eigentlich hauptsächlich sagen, wann eine Prozessinstanz gestartet wurde und wann sie beendet wurde. Dann habe ich so Sachen wie Aktivitäts-Events. Und Aktivitätsevents ist jetzt ein bisschen irreführender Name, weil es geht nicht nur um Aktivitäten, sondern eigentlich um sämtliche anderen Elemente, die es in der BPMN gibt. Also es geht sowohl um Ereignisse, als auch um Aktivitäten, als auch um Entscheidungen. Da wird quasi jeweils zum Start und zum Ende auch ein Event gelockt, was enthält, wann es gestartet wurde, wann es beendet wurde, wer vielleicht diesen Task gemacht hat, etc. etc. Und was dann natürlich noch ein sehr großer Batzen ist, der häufig auftritt, sind diese variablen Events. Ja, also jedes Mal, wenn eine Variable entweder das erste Mal gesetzt wird oder durch irgendeinen Schritt angepasst wird, bekomme ich dafür ein Variablen-Event. Das kann sein, dass wir hier am Anfang zum Beispiel bei der Einreichung des Schadens die Rechnungsnummer, der Rechnungsbetrag sind. Das kann aber auch sein, dass dann die Person eine Entscheidung getroffen hat oder dass aus dem System irgendwelche Sachen berechnet wurden, die auch als Prozessvariable dastehen. Also es sind eine Menge an Events, die jetzt schon bei einem sehr kleinen Prozess auftreten können. Und aus denen man quasi die Daten extrahieren muss, die eigentlich relevant sind, um da was mit sinnvoll mit anfangen zu können.
Ich habe jetzt einfach mal Beispiele auf, das ist jetzt nichts, was ich im Detail durchgehe, aber so sieht jeweils ein Typ, ein Event sieht jeweils so aus, wenn ich das in Camunda erstmal so auslese und sage, gib mir mal die Daten, ich möchte damit mal sehen, was da passiert ist. Sieht jetzt erstmal ein bisschen sehr chaotisch aus, man sieht sehr viele Daten, die null enthalten, weil sie in den meisten Fällen nicht relevant sind, aber es gibt Sachen wie, ich sehe hier, welche Process Definition ID das ist, also welchen Prozess es sich handelt, welche Instanz das ist, wird mir gesagt, diese Verknüpfung sehe ich auch jeweils bei den anderen Events. Ich sehe hier auch zum Beispiel, dass es ein User-Task war, wie der Task hieß, wer den gemacht hat, wann der beendet wurde und gestartet wurde, etc. etc. Und natürlich auch für Variablen sehe ich, in welcher Aktivität diese Variable verändert wurde, wann und welche Variable es handelt, etc. etc. Aber auch da wieder viele Infos, die nicht relevant sind. Das Problem ist jetzt, wenn ich Machine Learning betreiben will, also wer Machine Learning gemacht hat, weiß, damit könnte ich jetzt nicht groß Machine Learning betreiben. Das funktioniert nicht. Das ist nicht in der Form, in der wir es brauchen. Was wir fürs Machine Learning eigentlich brauchen, ist so eine denormalisierte Tabelle, in der ich eigentlich im Optimalfall alle Features jeweils als Spalte habe. Also hier sind auch ein paar Features, die eher zur Referenzierung verwendet werden. Also es ist zum Beispiel die Prozessinstanz-ID, also in welcher Instanz bin ich gerade von einem Prozess. Das ist, in welcher Aktivität befinde ich mich. Und dann habe ich hier zum Beispiel verschiedenste Spalten der einzelnen Prozessvariablen. Ja, zum Beispiel Rechnungspreis, aber auch so diese technischen Sachen wie Starttime, Alter, Vollkaskoversicherung etc. Da könnte man sich jetzt einen Blumenstrauß vorstellen, was da rausputzelt. Bei dem echten Prozess, den wir da hatten, waren wir auch, glaube ich, bei weit über 200-300 Variablen, die da halt hinzukommen. Das heißt aber auch, ich baue mir natürlich, wenn ich einen relativ großen Datensatz habe, also relativ viele Aktivitäten, die ich habe in einem Prozess, relativ viele Durchläufe von einem Prozess und viele Variablen habe, baue ich natürlich ein relativ großes Datenmodell auf, was ich dafür brauche. Ja, da ich natürlich die ganzen Features in die Spalten kriegen muss, aber auch hier zusehen muss, dass diese Daten so vorliegen, wie sie da sind. Was auch wichtig nämlich ist, ich hatte vorhin von historisierten Daten gesprochen. Ich hatte ja erwähnt, dass wenn in einem Prozess eine Variable gesetzt wird, dass sich zum Beispiel eine Person eine Entscheidung trifft, dann wird dieses Event, dass diese Person diese Entscheidung getroffen hat, ja genau zu diesem Zeitpunkt gelockt. Das heißt, in dem ersten Schritt des Prozesses. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt ein Schritt ist, der vor meiner Entscheidung stattgefunden hat und ich will mir jetzt an der Entscheidung angucken, naja, was liegen denn hier für Daten vor? Welche Daten liegen denn zum Zeitpunkt der Entscheidung eigentlich wirklich vor für die Person? Muss ich diesen Datensatz erstmal generieren? Ich habe den ja nicht. Also wenn ich mir die Events von der Aktivität angucke, sehe ich nur, was die Person gemacht hat. Und solange sie nichts getan hat, sehe ich gar nichts. Das heißt, was man noch zusätzlich machen muss, ist zu dieser Umstrukturierung der Daten, muss man auch zusehen, dass man so eine Historisierung vornimmt. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel da, dass da ein externer Prüfungsschritt ist. Dass da zum ersten Mal eine Variable gesetzt wurde. Aber die wurde auch eigentlich nur da gesetzt, wird aber jetzt für den Rest des Prozesses weitergeführt. Ja, das brauche ich, weil wenn ich jetzt für eine bestimmte Aktivität mit Machine Learning lernen möchte, naja, wie würde ich ein Machine Learning Modell entscheiden? An dieser Stelle brauche ich alle Daten, die Person hatte. Das heißt, ich muss erstmal diese Datensituation schaffen. War das verständlich? Okay. Was muss man da so machen? Also welche verschiedensten Transformationen oder, sag ich mal, Anforderungen haben wir da festgestellt? Also zum einen, wir müssen die Daten denormalisieren. Wir brauchen wirklich komplett für jede Prozessvariable und für jede technische Variable oder fachlich eigene Spalten, damit wir die quasi als Features nachher füttern können. Dann gibt es aber auch so Themen wie, ich muss auch Daten eventuell harmonisieren. Wenn ich mir das jetzt vorstelle hier bei diesem Fall, ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie eine Erfassungsmaske habe, in der ich den Hersteller oder die Marke des Fahrzeugs auswähle, sondern das irgendwie, weiß ich nicht, auf der Rechnung steht oder irgendwie dann ausgelesen wird, kann ich auch so Phänomene haben wie, jemand schreibt Volkswagen, der nächste schreibt VW oder jemand schreibt BMW, der andere schreibt B.M.W. Wenn ich das jetzt erstmal so lasse und das in einem Machine Learning Modell gebe, das macht daraus kategorische Daten und sagt dann, ja gut, VW und Volkswagen, das ist dann wohl was anderes. Das ist dann natürlich eine Sache, die man anpassen muss, dass man da wirklich einen reinen Datensatz bekommt. Das ist so ein bisschen das Thema Datenbereinigung. Variablen-Typ-Eskalation ist jetzt so ein Spezialfall. Da geht es eigentlich eher darum zu sagen,
so ein Prozessmodell kann sich ja im Laufe der Zeit ändern. Ich kann ja ein neues Prozessmodell schaffen, das verändern. Und dabei kann es auch sein, dass Variablen ihren Typ ändern, weil ich eine andere Anforderung habe an das, was ich da drin speichere. Und dann geht es dann nur darum, dass man quasi, wenn man über mehrere Prozessversionen quasi nachher lernt, auch wissen muss, okay, was ist denn eigentlich der Variablentyp, der für alle gilt. Das ist dieses Thema. Und Objektunmarshalling, auch ein schwierigeres Thema, was man sich jetzt auch nicht vollautomatisiert lösen kann. Da geht es darum, ich kann mir ja vorstellen, dass ich eine Prozessvariable habe, die jetzt nicht eine, ja, ein Integer oder ein String oder sowas ist, sondern vielleicht eine komplette JSON-Struktur, ja, oder eine Java-Klasse. Dann ist dann die Frage, okay, wie bringe ich denn solche Objekte mit, mit irgendeiner objektartigen Struktur in so eine Tabellenstruktur? Wie mache ich daraus Spalten? Also ich nehme mal jetzt das Beispiel der Reserveteile, die wir vielleicht hatten für den Austausch der Scheibe. Da ist dann die Frage, okay, ich nehme an, ich habe ein JSON-Objekt mit 3 Objekten für den einen Kunden, 5 Objekten für den anderen Kunden. Da kann ich nicht automatisch entscheiden, wie ich daraus jetzt Spalten mache. Bei einem hätte ich 3, bei einem hätte ich 5. Da muss ich dann eher so Sachen überlegen, okay, da muss ich mir ein bisschen Hand anlegen, indem ich überlege, brauche ich vielleicht irgendwelche Kennzahlen, brauche ich Summen, brauche ich die Anzahl etc. Was möchte ich damit machen? Also da ist so ein Bereich, den muss man sich angucken, wenn man das, diese Transformation macht. Aber man kann ihn nicht voll automatisieren. Und generell kann man diese Aggregation auf 2 verschiedene Ebenen betrachten. Also das Beispiel, was ich ja jetzt vorhin gezeigt habe in dem Prozess war, ich bin in einem Prozess und ich habe eine bestimmte Kombination von Aktivitäten und Entscheidungen, an der ich quasi, ja, mithilfe von einem Modell versuchen möchte, eine gewisse Automatisierung oder Informationsgehalt zu erhalten, was da, wie sich dieser Prozessschritt optimieren lässt. Das ist dann eher die Aktivitätsebene. Das heißt, ich will wirklich von einem Prozess für jede Aktivität wissen, wie der Stand war. Das war das, was ich mit historisierte Daten meinte. Ich muss dann genau wie in dieser Tabelle, die ich vorher hatte, für jede Instanz, für jede Aktivität genau wissen, okay, an der Stelle war der Wissensstand so. Ja, und das sind natürlich deutlich mehr Daten, als wenn ich auf Prozessinstanzebene mir das anschaue, weil Prozessinstanzebene guckt eher auf den auf die ganze Gesamtinstanz. Ja, also wir haben zum Beispiel auch einen Kunden, dem ging es dann eher um die Durchlaufzeit des Prozesses generell. Ja, da ist es dann jetzt nicht so relevant, wie zu einer bestimmten Zeit im Prozess die Daten waren, sondern der will eher wissen, okay, wie war es vorher, wie war es nachher. Ist dann eine andere Transformation. Aber das sind so die 2 Ebenen, die wir da festgestellt haben, die da nötig sind. Ja, entweder auf Prozess- oder auf Aktivitätsebene. Fragen bis hierhin? Okay. So, und genau diese Transformation, genau diese Transformation von, wir haben eine Fülle, also die Kunden hatten teilweise eine Fülle von Daten genau in dieser Struktur, wie ich sie dargestellt hatte, ja, also als Prozess-Events, als JSON, irgendwo mit dem Data Warehouse abgelegt und haben jetzt überlegt, okay, wir wissen ungefähr, wo wir hin müssen fürs Machine Learning, aber wie kriegen wir die Daten jetzt dahin? Und teilweise haben es, glaube ich, Kunden versucht, per SQL zu lösen. Die haben dann riesige SQL-Statements gebaut, wo sie die Daten in ihren Tabellen hatten. Haben es aber nicht, hat nicht funktioniert. Also entweder lief es Ewigkeiten oder es hat erst gar nicht funktioniert. Und da waren mehrere Kunden, die gefragt hatten, okay, wie könnte man das denn machen? Vor allen Dingen, weil ich auch immer diese Schritte drin haben muss, wie Harmonisierung eventuell, Objektanmarshalling, das möchte ich ja irgendwie auch vielleicht hinterlegen oder behalten, weil ich ja jetzt nicht nur einmal meine Daten auswerten muss, weil im Zeitablauf möchte ich ja das Modell eventuell verbessern, kriege neue Daten, muss das ja öfter machen. Und da ist die Idee BPM-NAI rausbekommen. Jetzt könnte man sich fragen am Anfang, ja, wenn das was mit AI zu tun hat, warum habt ihr euch für Java entschieden? Also es ist bei uns in Java geschrieben, dieses Tool. Hat aber auch ein bisschen mit dem zu tun, was ich vorhin sagte, 80% der Arbeit ist eigentlich schon fast eher BI, weil wir sind ja jetzt nicht hier und haben Daten, die wir schon zum Lernen verwenden können, sondern wir haben wirklich diesen unstrukturierten Datenhaufen, sage ich jetzt mal, und müssen zusehen, dass wir den so weit aufbereitet kriegen, dass wir Machine Learning machen können. Und das ist auch der Kern der aktuellen Version von unserem BPM-NAI. Es ist quasi dafür da, zu sagen, okay, ich nehme diese Daten, diese unstrukturierten Daten aus der Prozess-Engine und bringe sie in ein Format, dass ich auch fürs Machine Learning verwenden kann. Und zwar so, dass ich das noch erweitern kann. Also wenn ich spezielle Anforderungen habe, jeder Prozess hat ja andere Anforderungen. Ja.
Das mit der Harmonisierung war ein Beispiel. Wir hatten auch ein anderes Beispiel, da ging es darum, da hatte ein Kunde Postleitzahlen drin und wollte dann aber quasi, weil die Postleitzahl selber nicht keine geografische Information enthält, ich weiß nicht, es ist Norden, Süden, Osten, Westen, hat zum Beispiel gesagt, okay, wir würden das gerne in Latitude und Longitude umrechnen. Ja, und dann gab es dafür auch eine Transformation, die sie sich quasi dann auch gebaut haben, die wir da gebaut haben für und dann auch mit in den Prozess eingebaut haben. Aber zurück zu dem Thema, warum Java? Also es gibt vor allem in dem Bereich Big Data und BI sehr viele Open-Source-Tools. Also wir haben Apache Spark als sehr Framework für Cluster-Transformation oder Cluster-Programming. Dann haben wir Apache Kafka als Streaming-Plattform, Apache Hadoop noch auch als ja so ein bisschen die Basis noch von Spark, aber auch so Sachen wie Elasticsearch und so. Also man sieht, es sind alles Lösungen, die im Open-Source-Bereich da so führend sind, die man kennt, die entweder auf Java oder auf Scala basieren. Und da wir auch bei uns einen Schwerpunkt in der Firma auch im Java-Bereich haben, haben wir uns dann entschieden, auch diesen Schritt in Java zu machen. Was nicht heißt, dass ich kein Machine Learning mit Python machen könnte, weil ich habe ja gesagt, wir machen die Transformation und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber jetzt nicht H2O zum Beispiel nutzen, sondern ich möchte jetzt Python dafür nehmen oder TensorFlow oder was auch immer, ist das kein Problem. Also wie gesagt, ich habe es jetzt vorweggenommen, wir haben in unserer Lösung Apache Spark verwendet. Für die, die es jetzt, wer hat jemand mal mit Apache Spark gearbeitet? Okay, dann ist es neu, sehr gut. Also Apache Spark an sich ist erstmal ein Framework fürs Cluster Computing, was im Big Data Bereich sehr gerne verwendet wird. Ist auch Open Source, also man kann es einfach runterladen und verwenden. Es stellt halt diese gesamte Infrastruktur, die ich für verteiltes Computing brauche. Es macht Scheduling, es macht die Datentransformation oder die Datenverteilung auf die verschiedenen Knoten. Es optimiert die Datenpipeline, die ich da quasi, die Transformationspipeline, die ich habe. Aber man arbeitet da generell mit so einer, die nennen das RDD, Resilient Distributed Dataset. Das ist quasi auch so eine tabellenformartige Struktur, die sie aber quasi über ihre Clusternoten verteilen können, um verteilt diese Operation ausführen zu können. Und es gibt verschiedene Transformationsfunktionen, die man dann haben kann. Also man hat ein RDD, man erzeugt zum Beispiel ein RDD aus einer Quelldatei und sagt dann, okay, ich möchte jetzt folgende Transformation ausführen. Ja, es gibt diese typischen MapReduce-Join-Filter, also sei es, ich möchte Spalten hinzufügen, ich möchte bestimmte, diese historische Datenauffüllung machen. Diese ganzen Sachen bietet Spark eigentlich quasi als Operation an. Das Gute daran ist, wenn es darum geht, dass ich mit vielen Datenmengen zu tun habe und das gerne vielleicht verteilt machen möchte, dann optimiert mir das zum größten Teil Spark halt automatisch, solange ich mich daran halte, was Spark sagt, wie ich das zu implementieren habe. Wir hatten auch schon Fälle dann, da wurden dann quasi nur ja, einzelne Schritte zwischendrin, weil man nicht wusste, wie man es macht, in normalem Java geschrieben. Das macht natürlich die gesamte Optimierung an der Stelle kaputt. Man hat direkt so einen Bottleneck, der dann nicht funktioniert. Also es gibt APIs für Java, Scala, Python und R. Und was man da eigentlich macht, also das ist so der Kernbereich, man schreibt eigentlich eine Spark-Applikation. Das ist so eine relativ kleine, also im Java-Bereich ist es eine kleine Java-Anwendung, die bestimmte Interfaces implementiert. Und die submittet man dann quasi an den Cluster. Es läuft zum Beispiel irgendwo ein Apache Spark-Cluster und dann sagt der, okay, das ist meine Applikation, die würde ich gerne mal ausführen. Und die Applikation weiß dann, okay, wo es die Daten findet, was es tun soll. Dann wird die Spark-Anwendung quasi verteilt und ausgeführt. Ich kann auch angeben, was für Ressourcen sie braucht, etc. Und dann wird es quasi abgearbeitet vom Cluster und das Ergebnis wird dann dort abgelegt, wo ich das gesagt habe, quasi angegeben habe. Spark Streaming ist eine Erweiterung, die es quasi auch erlaubt, das auf Datenströmen zu machen. Also nicht nur, wenn ich einen Datensatz habe, einen festen, sondern ich habe einen kontinuierlichen Strom. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich habe so eine Prozess-Engine und die läuft kontinuierlich durch und da laufen andauernd Prozesse durch, könnte ich mich quasi damit Spark Streaming dranhängen und auch quasi zur Laufzeit des Prozesses diese Transformation durchführen. Spark ML ist relativ neu. Das heißt, da könnte ich direkt Machine Learning auch in Spark machen. Das heißt, wenn ich die Daten schon drin habe und diese Datenmodelle oder diese Machine Learning Modelle, die ich verwenden würde, und werden von Spark unterstützt. Weil die unterstützen nur die Modelle bisher, die sie auch wirklich clusterfähig hinbekommen. Also eine Voraussetzung dafür, dass bei denen ein Algorithmus in die Bibliothek reinkommt, ist, sie können ihn auch verteilt auf dem Knoten ausführen. Haben wir jetzt aber aktuell noch nicht mitgearbeitet. So, und das ist die grobe Architektur von BPMNAI, wirklich ganz grob.
Was wir quasi machen ist, wir haben eine Camunda Prozess Engine aktuell, da können auch andere Prozess Engines, da haben wir aktuell noch ein Projekt mit einem anderen Partner laufen, wo wir da die Anbindung machen möchten. Was wir dann tun ist, wir speichern die Daten aktuell in Apache Kafka, in diese Streaming-Plattform, die auch sehr gerne für verteilte Datenhaltung verwendet wird. Hat auch ein bisschen den Hintergrund, dass wir noch ein anderes Produkt haben, wo so ein bisschen um Warehousing für Prozesse geht, die auch schon diese Infrastruktur verwenden. Und so am Rande erwähnt, wir haben auch das hier, was quasi die Daten aus dem Camunda zieht und in den Apache Kafka, also so ein Publish-Subscribe-Mechanismus, so eine Streaming-Plattform, wo dann die einzelnen Event-Typen in verschiedene Queues gelegt werden. Da haben wir quasi auch ein Open-Source-Tool für, also wer da Interesse hat, das findet man aber auch, wenn man auf das Projekt guckt, ist auch von uns, wo man quasi diese Daten in einen Apache Kafka zur Laufzeit, also parallel hinbringen kann, sodass ich, wenn ich nachher auf die Daten zugreifen möchte, nicht meine Prozess-Engine belasten muss mit Anfragen, sondern ich das alles schon vorher quasi abgelegt habe. Ja, so ein Randfall, aber den hatten wir auch, dass teilweise Prozessdaten als CSV angeliefert wurden. Ist total fies gewesen eigentlich. Also möchte man jetzt nicht zu häufig haben, aber ist auch ein Pfad, der hier funktioniert, den wir da drin haben. Und was wir fürs Machine Learning aktuell häufig verwendet haben in den Beispielen, ist H2O. Ist auch Java-basiert, ist auch Open Source. Also wer so ein bisschen mal in Machine Learning gucken möchte, auf eine Open Source-Lösung, die man auch einfach so runterladen kann, anwerfen kann. Und die, wie ich finde, auch eine ziemlich coole UI hat, ist das vielleicht gar nicht uninteressant, mal bei H2O reinzugucken. Aber wie gesagt, auch hier, wenn ich die Daten erstmal rausgebracht habe, kann ich sie auch in anderen Machine Learning Plattformen verwenden. Wir haben da jetzt aktuell noch keinen Connector oder sowas. Wir wissen auch noch nicht, inwieweit sowas sinnvoll ist oder ob das nicht erstmal reicht, wenn wir diese Daten da haben. Aber das ist der Stand, den wir aktuell haben. Und das Kernstück, diese Pipeline, wie wir sie nennen, ist in Apache Spark. Das ist die Standard-Pipeline, wie sie heute in diesem Open-Source-Projekt drin liegt. Das heißt, das ist die Pipeline, die wir definiert haben. Wie komme ich von dieser Struktur der Prozess-Events erstmal generell zu einer Struktur, die ich fürs Machine Learning verwenden kann? Und was wir dabei halt gemacht haben, ist, wir haben einzelne Schritte wirklich auch als einzelne Klassen implementiert. Also es sind einzelne Implementierungen von dem Interface, was wir da definiert haben, wo wir sagen, was denn genau passieren soll. Also hier sind so Sachen wie, was vielleicht passt, okay, schau erstmal, was für Prozessvariablen findest du eigentlich im Datensatz, um so eine Idee zu kriegen, wo bin ich eigentlich. Dann gibt es diesen Schritt, der eigentlich nur sagt erstmal, okay, für alle Variablen, die du gefunden hast, leg einfach erstmal Spalten an. Ja, dann wird so eine relativ breite Tabelle angelegt. Hier diese Unterscheidung, die hier drin kommen, das ist das, was ich meinte, je nachdem, ob ich dieses Prozesslevel haben möchte, wo mich einfach nur Anfang und Ende interessiert, oder Aktivitätslevel, habe ich dann verschiedene Schritte, wie zum Beispiel hier diesen Historisierungsschritt, wo ich sage, ich möchte halt die Daten, die vorher schon angefallen sind, aber auch bitte für nachfolgende Schritte in den Datensätzen haben. Genau, und was halt auch wichtig ist, diese Schritte hier hinten, diese Pipeline ist komplett customizable, also das ist die Standard-Pipeline, wenn man das jetzt einfach machen würde mit den Daten. Ich zeige das dann gleich mal an dem Beispiel. Man kriegt dann eine Konfiguration raus, da steht drin, okay, das sind die Variablen, die ich gefunden habe, das sind die Schritte, die ich durchführen würde. Und ich kann zum Beispiel sagen, naja, ich muss in meinen Daten aber noch eine Harmonisierung durchführen, ich muss in meinen Daten aber eigentlich auch noch diese Transformation von Postleitzahlen etc. machen oder was auch immer. Oder ich muss externe Daten noch mit reinbringen, weil für das Machine Learning Modell brauche ich mehr Daten, die sind aber nicht hier drin, aber ich habe einen Referenzpunkt, mit dem ich da rankomme. Dann kann man zum Beispiel auch hier hinten sagen, okay, ich habe meine Daten so, wie ich sie haben will und jetzt bringe ich quasi noch zusätzliche fachliche Daten mit hinein. Genau. Das Kapitel mache ich, glaube ich, relativ kurz, weil bis 12 ist, glaube ich, ne? Ist richtig. Ja. Das ist einfach wenn ich jetzt so ein Modell hätte, ich sage, ich habe so ein Machine Learning Modell gebaut und würde jetzt sagen, okay, was kann ich damit eigentlich machen? Warum mache ich das und was habe ich dann vielleicht davon? Da gibt es jetzt verschiedene Ebenen, die ich mir vorstellen kann, wie ich sowas nutzen kann. Die relativ einfachste oder auch wenn ich vielleicht anfangen möchte und erstmal gucken, wie performant ist das eigentlich, was tut es, ist so eine parallele Einführung. Ja, ich sage einfach, okay, ich habe ein Machine Learning Modell, das hat auch gelernt quasi aus den Input-Daten, mir zu sagen, ob die Rechnung jetzt okay ist oder nicht und schaue einfach mal, wie die performt. Ja, ich lasse sie einfach parallel laufen, der Prozess läuft so wie jetzt weiter, aber ich gucke einfach mal, was dort rauskommt. Kann auch sein, dass das reicht, kann auch sein, dass ich dann mit den Daten, die ich in dem Modell finde, sage, ja,
ich brauche jetzt keine Automatisierung, aber ich weiß zum Beispiel, welche der Faktoren wichtig sind und ich weiß, auf was man eigentlich am meisten achten muss. Können zum Beispiel auch so Informationen sein, die man da drin haben könnte. Wenn man jetzt aber eher Richtung Automatisierung geht, kann man so eine konfidenzbasierte Integration nehmen. Das heißt, ich sage, okay, wenn sich ein Modell zu einem bestimmten Grad sicher ist, ich kriege also eine Konfidenz oder Wahrscheinlichkeit mit zurück, wenn ich da so einen gewissen Schwellwert erreicht habe, dann sage ich quasi, okay, ich nehme die Entscheidung des Modells an und wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich das nochmal manuell prüfen. Ist auch ganz wichtig, wenn man in den Bereich Automatisierung spricht, mit Machine Learning eine Vollautomatisierung zu erzielen, ist nicht realistisch. Ja, zum einen, ich werde wahrscheinlich nie in den Daten, die ich habe, alle Fälle schon gesehen haben, die ich in Zukunft auch haben werde. Es kann sein, es kommen neue Fahrzeuge, ja, neue Fabrikate. Da weiß ich gar nicht, wie Rechnungen für bestimmte Bauteile sind. Das Machine Learning-Modell hat nie Daten dazu gesagt. Das Modell wird es vielleicht sogar sagen, so kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Oder es wird eine totale Quatschaussage tätigen, weil es gab vielleicht irgendwelche seltenen Marken, irgendwelche Kleinlaster, wo es drei Fälle von gab. Die waren alle in Ordnung, die Rechnung. Das Modell denkt also eigentlich, ah, okay, es war so ein Laster, wird schon in Ordnung sein. Ja, also da muss man immer ein bisschen gucken bei Fallautomatisierung, wie man eigentlich wirklich das Modell weiter lernen lässt. Und deswegen muss man auch immer so eine gewisse manuelle Komponente beibehalten. Und sei es auch nur, ich mache das so sporadisch, dass ich sage, okay, bestimmte Anzahl von Fällen sortiere ich aus, um sie weiterhin manuell machen zu lassen. Das wirklich ganz kurz. Autoencoder ist eine spezielle Form des neuronalen Netzes. Was ich damit sagen möchte, ist ein Modell, was häufig zur Anomalieerkennung genutzt wird. Das heißt, man hat ein Original, was in das Modell eingebracht wird. Man versucht, die Daten zu komprimieren und versucht aber dann, das Modell versucht, hinten eine Repräsentation von diesen Daten wieder hinzubekommen. Und man sagt, je besser diese Repräsentation wieder klappt später mit den Daten, desto eher ist dieser Fall ein bekannter, normaler Fall. Aber wenn das Modell quasi nachher sagt, ich kriege das nicht rekonstruiert mit den Daten, die ich gelernt habe, dann muss es irgendwie ein Sonderfall, Anomalie sein. Und das ist häufig was, ist jetzt aber auch schon eher ein mehr sophisticated Fall, dass ich sage, okay, ich habe hier so eine Art Autoencoder, der quasi alles gelernt hat, was mal gesehen wurde und anhand dessen entscheide ich eigentlich, in welchen Weg ich mich befinden möchte. Aber das nur, damit man mal so eine Idee kriegt, warum man das eigentlich macht und wie man das einsetzen könnte. Was noch nicht Open Source ist, was wir aber auch überlegen, Open Source zu stellen, ist dann quasi dieser Teil, wie integriere ich dieses Modell oder das Modell oben dann in den Prozess. Also wie kriege ich dieses Machine Learning Modell in Service und den ich dann quasi ans Modell bringe, um diese ganzen Daten hinzukriegen. Haben wir noch nicht, aber ist auch ein nächster Teil, wo wir überlegen, den auf öffentlich zu stellen. Na? Batterie alle? Bester Zeitpunkt. Nee, ich habe auf off gestellt. Ganz kurz unsere Erfahrung. Also der Apache Spark, das war so auch mein Anfangsprojekt, mit dem ich dann gestartet habe. Am Anfang ist da die Lernkurve, finde ich, relativ hoch. Also wenn man Scala kennt, ist es wahrscheinlich nicht so. Ich kannte Scala jetzt nicht, ich kannte nur Java und Spark ist aber ursprünglich in Scala geschrieben. Es gibt halt eine Java-API, die soll passgleich sein. Ist es aber jetzt auch nicht immer. Aber das ist sowas, dass es nach der Zeit kommt man darüber hinweg und dann ist es eigentlich auch klar, dann weiß man quasi, wo man bestimmte Sachen finden oder suchen muss. Und was ich vorhin sagte, Spark optimiert viel, aber nicht alles. Also wir haben es wirklich hingekriegt, wir hatten einen Datensatz von einem Jahr von der Versicherung mit, ich weiß gar nicht, wie viel Millionen Datensätzen. Und haben quasi auch gesagt, okay, wir führen diese Pipeline jetzt mal lokal aus und dann bringen wir das mal in eine Cloud und versuchen einfach mal, wie weit wir das treiben können, ob das wirklich skaliert oder ob das eigentlich nur also irgendwas falsch gemacht haben. Und es ist wirklich so, also klar, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hat es auch wirklich so skaliert, wie wir es angenommen haben. Es gab dann so einige Kleinigkeiten, da musste man aber eher gucken, ob ich was in der Pipeline quasi nicht so gemacht habe, wie es vorgesehen ist. Also das funktioniert aber sonst wirklich gut, wenn man solche Aufgaben hat, wo man verteilt Sachen rechnen lassen will, die vor allem im Bereich Datentransformation liegen, ist das wirklich eine gute Lösung. Und auch in der Entwicklung selber, also wenn jetzt sich jemand das mal anschauen würde und auch vielleicht selber mal Sachen ausprobieren würde, es gibt so eine Notebook-Lösung Apache Zeppelin, gibt es aber auch andere, Jupyter zum Beispiel, die können auch unter anderem Apache Spark. Was ganz nett ist, weil ich will ja nicht immer die ganze Pipeline in die Anwendung laufen lassen, sondern ich will ja mal sagen, okay, ich nehme jetzt mal an, ich habe diesen Schritt, diesen Datensatz in der Mitte drin und jetzt will ich gucken, wie der nächste Schritt aussieht und wie ich den bauen muss. Also für sowas kann ich dann nur empfehlen, Daten-Notebook-Lösungen zu verwenden. Machine Learning hatte ich eigentlich schon gesagt.
Aufbereitung sehr wichtig. Das letzte Thema, was ich vielleicht noch ansprechen möchte, weil wir da auch einen großen Bereich haben, ist das Explainable AI. Also es wird immer wichtiger, auch für Firmen, damit sie überhaupt Machine Learning anwenden können, die Möglichkeit zu haben, das, was entschieden wurde, erklären zu können. Ja, also wird das interessiert, es gibt so ein Right to Explanation heißt das, aus der DSGVO, wo es ein bisschen darum geht, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vertrag abschließen will mit der Versicherung oder so und die sagt mir dann, ja, ist abgelehnt und die sagen, und dann frage ich, warum? Und dann sagen die, ja, hat die Box entschieden, irgendwie passt du nicht. Das funktioniert halt nicht. Und deswegen ein Bereich, in dem wir da auch sehr viel unterwegs sind, wo wir auch eine neue Lösung, wie man sowas modellagnostisch quasi lösen kann, ist auch in GitHub bei uns in dem Projekt drin, wenn jemand Interesse hat. Anchors heißt das. Das ist quasi dazu da zu versuchen, okay, ich habe das Modell, ich habe die Daten und jetzt will ich wissen, okay, dieser Fall ist passiert, warum hast du denn das gesagt? Und dann kommt so ein Regelsatz raus, ja, weil Feature A so war, Feature B so, Feature C so, habe ich entschieden das. Das ist schon mal was, womit man diese Blackbox ein bisschen aufbrechen kann. Das waren die beiden Kunden, gehe ich jetzt mal hier drüber hinweg. Versicherung und der andere Fall, der quasi eher in Richtung Gesamtprozesssicht ging. So, jetzt muss ich mal gucken, weil zum Zeigen muss ich hier dran, aber ich will mich auch nicht verstecken. Jetzt würde ich einmal kurz, also generell, wer quasi da, wen das interessiert. Es geht hier diese GitHub-Seite via dbpmnai, wo es quasi genau das drin ist, was ich hier präsentieren möchte, einmal kurz. Wie gesagt, unter VAD findet ihr dann auch andere Sachen, wie diese Import für in Apache Kafka oder auch die XAI-Komponenten, um Modelle zu erklären. Die sind hier alle mit unter unserem Firmen-Account und auch noch andere interessante Themen. So, ich hatte ja vorhin erwähnt, wir haben eigentlich diese bei uns in der Applikation, nur falls jemand reinkommt, so ein bisschen als Starthilfe, diese Fälle von, okay, ich habe zum einen Camunda über Kafka und ich habe zum einen, kann man das lesen? Oder ist das eher schwierig? Weiß jetzt jemand, wie ich schnell auch die linke Seite groß kriege? Dann machen wir es anders. Wobei, hab ich kein Netz. Schade. Dann machen wir das anders. Also wir haben generell drei Anwendungen, ich habe ja gesagt, eine Spark-Anwendung ist eigentlich eine Java-Applikation und wir haben drei verschiedene. Also wenn da jemand mal reinguckt, ein bisschen irritiert ist, das ist auch alles auf der GitHub-Seite beschrieben. Es gibt halt eine für den ganzen CSV-Fall, weil das auch eher so ein Randfall ist, den wir vom Kunden hatten. Und es gibt den Fall für Kafka. Und da ist es aufgeteilt in, ich importiere die Daten aus Kafka in mein Spark und ich mache dann die ganze Transformation. Und warum wir es aufgeteilt haben, da ist, weil ich kann den Import ja, wie gesagt, das ist wieder in einem Streaming, über Spark Streaming realisiert. Das heißt, ich könnte auch kontinuierlich, während meine Process Engine läuft, diese Datensammlung machen und dann nur immer zu bestimmten Zeitpunkten eine Transformation vornehmen, um dann zu gucken, was ich da eigentlich habe. Genau, und es gibt halt dann auch Interfaces, die man implementieren muss, aber da das jetzt, glaube ich, dann zu lange dauert, würde ich jetzt einfach mal zeigen, was passiert. Es gibt auch, weil man natürlich eine relativ große, einen großen Aufbug haben muss, ne, um das auszuprobieren. Ich muss eigentlich eine Process Engine haben, ich muss Kafka haben, diese ganzen Tools dafür, die erstmal die Pipeline haben. Da releasen wir demnächst auch noch ein Docker Compose für. Ich zeige auch gleich mal noch eine andere Erweiterung, wo wir das schon haben. Aber was wir heute schon haben, ist, man kann quasi sagen, okay, wir haben da Tutorials drin, wo man sehen kann, okay, das sind die Ausgangsdaten, also diese JSON-Struktur, diese Daten, die wir aus Camunda kriegen. Und sagen jetzt, wir möchten hier auf, aber das könnte ich doch noch größer machen. War auch nicht zu groß. So, ich hoffe, dass das jetzt, ich weiß nicht, wann es angewendet wird. Okay, gar nicht. Dann lese ich es einfach mal vor. Also wir haben hier ein, bitte? Ah, doch, es tut doch was. Sehr gut, danke. Reicht das?
Also das ist so ein Beispiel, wir haben auch ein Docker-Image da von der aktuellen Version unter Docker Hub released. Das heißt, da ist dann dieses ganze, dieser Spark-Container da, der läuft natürlich dann nur lokal und nicht im Cluster irgendwo in der Cloud. Aber so kann man relativ schnell das mal ausprobieren, wie sowas funktioniert. Und auch die Unit-Tests sind ein guter Startpunkt, um mal reinzugucken, naja, wie funktionieren die Schritte eigentlich. Wir haben auch für jede dieser Applikationen Unit-Tests drin, der dann mal zeigt, wie es abläuft. Das heißt, wir sagen, wir mappen hier zum einen, wo unsere Daten liegen, in den Container, lassen das dann, rufen uns auf Docker Hub unser BPMAI-Image auf. Hier definieren wir jetzt diese Applikation, das muss man in Spark dann auch machen. Da muss man sagen, okay, welche Main-Class ist eigentlich die Spark-Applikation startet? Genau, und dann gibt es hier ein paar Konfigurationsparameter, die quasi von unserer Anwendung benötigt werden. Die sind auch alle in GitHub unter dem How-To beschrieben, da gibt es alle Parameter, welche Applikation braucht was und auch welcher Schritt macht was. Da gibt es auch wirklich Beispiele für, wie da die Datentransformation aussieht. Ich sage jetzt hier zum Beispiel Aktivitätslevel, da würde ich jetzt einfach mal laufen lassen. Das dann gleich nochmal in der... Das ist nämlich jetzt ein bisschen weniger anschaulich. Ich zeige nämlich gleich nochmal eine Erweiterung, wo man das sieht. Also hier läuft jetzt so eine Pipeline durch. Man sieht, dass das Spark gestartet hat. Das ist diese Pipeline, die ja quasi bestimmt hat, die für das Datenlevel und relevant sind. Was ja auch nur, wenn jemand dran arbeiten sollte. Wir haben am Anfang eine minimale Pipeline. Das heißt, es gibt so einen Vorschritt, wo wir sagen, okay, wir suchen erstmal alles raus, was wir eigentlich an Informationen brauchen. Damit wir auch noch entscheiden können, ob wir bestimmte Sachen gar nicht machen möchten. Ja? Weil wir wissen, da sind zum Beispiel ganz viele Variablen drin, die überhaupt nicht von Interesse sind. Die möchten wir alle rausfiltern, weil was wir noch nicht haben, was so eine Idee ist für später, ist zu sagen, naja, ich habe eigentlich eine bestimmte Aktivität im Sinn, deswegen brauche ich eigentlich alles, was dahinter passiert, gar nicht mehr transformieren. Alles klar, danke. Genau. Es ist jetzt auch durchgelaufen. Ich zeige mal kurz, was hier rausfällt und dann zeige ich es nochmal in einer neuen Version, die wir noch nicht in GitHub haben, aber ich denke, das ist als Visualisierung mal ganz interessant. So. Das Ergebnis, was wir jetzt quasi haben, ich hatte ja gerade gesagt, ich muss es zweimal laufen lassen, das mache ich dann nochmal. Zeige ich aber in der Zeit nochmal schon mal die Erweiterung, wie wir sie denn demnächst auch vorhaben, um es ein bisschen, ja, anschaulicher machen, um es nutzen zu können. Natürlich immer die Sache ist, okay, ich muss so eine Einrichtung machen, aber wie kriege ich das eigentlich so hin, dass das auch Leute verstehen und damit arbeiten können. Ist natürlich normalerweise eine Sache, die man nicht so häufig macht, weil normalerweise habe ich einen Prozess, den ich betrachten möchte. Ich konfiguriere den einmal und eventuell, wenn ich Feature Engineering betreibe und sage, ich brauche noch neue Features oder ich möchte neue Features generieren, dann gehe ich vielleicht an diese Pipeline dran. Aber das ist ein bisschen visueller. Wir haben so eine kleine UI im Moment in Bau, die wir auch Open Source stellen wollen, wo es vielleicht ein bisschen klarer wird, was man da eigentlich dann so macht. Also ich definiere hier jetzt zum Beispiel, dass mein Datenstream Kafka ist, was aus dem Camunda kam, wo ich jetzt die über unseren Polling Client die ganzen Daten reingeladen habe. Sage dann, ich habe ein Aktivitätslevel. Der Kafka Broker läuft hier im Docker unter dem Namen Kafka. Kann dann gucken, ob soweit alles passt. Und dann geht jetzt quasi das BPMNAI hin über diesen Kafka Importer. Sagt, okay, guckt in Kafka rein, welche Queues gibt es da? Sind die Queues, die ich brauche, also für dieses Datenlevel überhaupt vorhanden? Kriege ich Daten, also Aktivitätsprozess und Variableninformationen? Kriege ich die eigentlich alle? Importiert die und macht dann so einen ersten Minimaldurchlauf, wo er einfach guckt, okay, welche Variablen habe ich da? Welches Modell würde ich eigentlich machen? Welche Pipeline baue ich da? Und wenn ich jetzt als Weiterentwicklung sage, okay, ich brauche noch neue Schritte in meinem Prozess und würde die gerne integrieren und auch verwenden, dann kann ich jetzt quasi hingehen, wenn ich hier gleich die Vorschau habe, also ich könnte jetzt auch eine eigene Anwendung basierend auf BPNAI schreiben und eventuell weitere Schritte implementieren. Dann kann ich, also zum einen hier habe ich die ganzen Variablen, die gefunden wurden. Okay, das sind die fachlichen Variablen, die ich gefunden habe. Und den Typ, den ich annehme, den er hat, kann das korrigieren oder kann sagen, bestimmte Sachen brauche ich nicht, spare dir die Transformation. Ist das natürlich ein sehr kleines Beispiel, bei großem Beispiel muss ich natürlich dann da durchgucken. Und das ist dann dieser Schritt, den ich meinte, okay, was für eine Pipeline müssen wir eigentlich machen? Was ist eigentlich notwendig, um von den Events auf die Spalten zu kommen? Und da werden dann quasi auch, wenn ich das im Code geschrieben habe, die Schritte, ich kann die annotieren, werden die automatisch in diese Pipeline gebracht. Ich kann mir die angucken und sagen, okay, manche Schritte brauche ich nicht. Mal sagen zum Beispiel, den brauche ich jetzt hier nicht in meinem Fall, weil ich weiß, ich habe keine JSON-Daten drin, die müssen nicht extrahiert werden. Kann ich mir diesen ganzen Durchlauf eigentlich sparen?
Aber ich könnte auch sagen, naja, ich habe diesen Schritt und möchte gerne Daten harmonisieren oder ich habe den Schritt und möchte Postleitzahlen und sowas umwandeln. Die könnte ich dann quasi aus diesen Available Pipeline Steps, wie ich es vorhin sagte, mit reinziehen und hätte so meine eigene Pipeline. Was ja eigentlich, was ich zeigen wollte, eher so aussieht. Da. Also ich zeige es, ist auch schwer. Naja, da geht's. Was eigentlich eher so aussieht, also eine riesige JSON-Datei ist mit allen Variablen und unten halt dann auch, was für Prozessschritte ich habe, wie sieht meine Pipeline aus. Da war die Idee, okay, dieses etwas zu optimieren und zu sagen, das ist vielleicht für den Anfang ganz nett. Ich im Prinzip CSV als Ausgang und dann kann ich quasi sehen, okay, das ist mein Datensatz. Man kann daraus eine Pipeline bauen, die ich dann nachher immer regulär laufen lasse. Ja, da würde ich natürlich vielleicht irgendwann die UI nicht mehr verwenden, sondern ich würde dann quasi sagen, okay, das ist den Datensatz, den ich für meine Produktionsdaten verwende. Damit extrahiere ich die und dann mache ich mein Machine Learning Modell. Und falls ich ein neues Feature oder so brauche, würde ich das dann gegebenenfalls hier noch mit einbauen. Und dann sehe ich jetzt auch hier gleich eine Vorschau von dem, was da rauskommt. Also ich sehe jetzt quasi so eine Datentabelle, wie wir es gerade gesehen haben. So, ich bin jetzt gut in der Zeit. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen rüberbringen, was das Problem war und was wir damit gemacht haben bei den Kunden oder was wir jetzt mit diesem Open-Source-Projekt versucht haben zu mindern. Und wie gesagt, da gibt es jetzt verschiedene Ansatzpunkte, wie wir das erweitern, sei es das Thema Explainable AI, aber auch das Thema Feature Engineering noch ein bisschen zu unterstützen, weil wir ja quasi die Daten eigentlich alle schon in Spark haben. Dann kann man auch das ganze Feature Engineering in Spark machen, was natürlich viel effizienter ist, wenn ich die Daten halt schon da habe und dann sage, okay, jetzt will ich die Features aber nochmal erweitern. Wenn ich das da wieder woanders machen muss, ist es vielleicht auch wieder zu aufwendig. Genau, also ich hatte es ja gezeigt, BPNAI liegt auf GitHub. Wenn da jemand teilnehmen möchte, sich gerne melden. Ich weiß, es war ein relativ schneller Durchlauf. Wenn da jemand Fragen hat, einfach melden. Helfen wir gerne aus. Das war noch für die Präsentation. Und wenn noch Fragen sind, dann gerne jetzt. Ja, bitte. Achso. Okay. Danke. Genau. Ja. Okay. Also die Frage war, wir hatten ja diese Pipeline, die verschiedene Pfade für die verschiedenen Datenlevel hatten und in der UI hat man gesehen, dass das jetzt eher sequenziell war. Da war die Frage, ja, BPMN dient ja schon dafür. Ich habe es ja schon im BPMN modelliert, ob das nicht eine Idee wäre, das als UI da drin zu haben, um dazu die Schritte sehen zu können. Habe ich richtig wiedergegeben, ne? Ja, wir haben darüber nachgedacht. Aktuell ist es so, die Schritte, die wir da jetzt drin haben, die kommen durch den unterschiedlichen Datenlevel-Ansatz, den ich haben will. Also ich fahre immer nur einen Pfad. Das heißt, dass die Pipeline, die ich rausbekomme, ist nur ein Pfad. Es ist nicht der gesamte Pfad drin. Ja? Also wenn ich ein Prozesslevel sage, möchte ich gerne für die Daten haben, kriege ich den oberen Pfad. Und wenn ich sage, ich möchte den Datenlevel-Pfad haben, kriege ich den unteren. Also es ist nicht so, dass man wirklich parallele Sachen hat. Was eher passiert ist, wenn ich jetzt so Schritte habe wie, die sind sequenziell, aber eigentlich ist es egal, wie sie passieren, weil die Daten vielleicht unabhängig sind oder so, ich könnte sie parallel machen. Das sind eigentlich Sachen, die Apache Spark dann an der Hand, wie ich mit den RDDs umgehe, versucht zu erkennen. Ja, also das sieht zum Beispiel, okay, ich erstelle hier ein RDD und da ein RDD, die sind aber, ne, da, ich brauche zwar beide, aber die werden nicht irgendwie zwischendurch vermanscht. Dann kriegt es das mit und sagt quasi, es baut ja quasi, also wenn ich Spark schreibe, das ist auch so eine Sache, ich schreibe Java-Code und wenn ich den debugge, ist es so, dass ich den Java-Code sehe, aber ich sehe erstmal nur, okay, mach mal bitte eine Transformation, mach mal einen Join, mach mal einen Map, etc. Aber ich sehe nicht, dass es getan wird. Erst wenn ich Spark sage, mach mal wirklich was, keine Ahnung, zähl mir, wie viele Daten das jetzt sind oder transformiere die jetzt mal in CSV, dann geht Spark hin und sagt, okay, ich weiß jetzt deinen Bauplan, wie du da hinkommen möchtest und guckt dann, okay, was ist der optimale, baut dann Tasks und Jobs, wie komme ich optimal in der verteilten Umgebung zu diesem Ergebnis?
Und deswegen ist das ein bisschen anders. Wir haben darüber nachgedacht. Wie gesagt, aktuell haben wir den Fall nicht. Dann wäre es aber eine Idee, das so damit zu machen, um zu sagen, ja, haben wir aber aktuell nicht. Aber ja, ist ein naheliegender Punkt, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, bitte. Also die Frage war bezüglich auf die Kunden, welche Kunden, mit welcher Motivation kommen die eigentlich zu uns, was ist das Ziel von denen, möchten die den Prozess optimieren, möchten die Sachen ausprobieren etc., warum kommen die Kunden eigentlich zu uns? In dem Fall, also ich bin erst seit letztem Jahr bei DWRD, deswegen muss ich ein bisschen rekapitulieren, weil dieser Provinzialfall und Unifall war schon vorher als Projekt, aber so was ich auch jetzt von jetzigen Anfragen mitbekomme, in den einen Fall ist es so, sie hören davon, dass andere es ausprobieren, das ist eben aktuell ziemlich häufig, und sagen dann, ja, wir haben auch solche Muster bei uns im Prozess, macht es da Sinn? Und dann ist halt die Frage, okay, was für Daten gibt es denn überhaupt, was ist der Proof of Concept oder wollen wir da einen Proof of Concept für machen? Optimieren, ja, ist ein häufiger Fall, wobei, wie gesagt, bei Machine Learning optimieren, da muss man natürlich vorsichtig sein, aber ja. Ja. Mhm. Ja, das ist richtig, ja. Ja. Genau. Bei der Provinzial war es ein bisschen so, da haben wir diesen Fall, dass wir für diese externe Prüfung Geld bezahlen müssen. Da war so eine Kosten-Nutzen-Analyse möglich. Da konnte man sagen, hey, wir kriegen das hin, dass wir so und so viele Fälle quasi dunkel verarbeiten. Da war es einfacher. Aber ja, generell ist genau das Problem. Ich meine, schaffe ich jetzt nur Nutzen intern und kriege da eigentlich nichts für raus für den Kunden? Oder wie gehe ich damit um? Das ist richtig. Aber bei der Provinzial war das wirklich, da konnte man es rechnen. Da ging es in dem Fall. Ja. Hm? Mhm. Die Frage ist immer, wie häufig möchte man sein Machine Learning Modell wirklich anfassen? Ne? Also wenn man ein laufendes Machine Learning Modell hat, mit dem man zufrieden ist, ist man jetzt wahrscheinlich nicht da interessiert, am nächsten Tag direkt wieder ein Machine Learning Modell zu machen, sondern man schaut vielleicht eher monatlich, quartalsweise, halbjährlich, nimmt mit den neuen Daten, rechnet man nochmal diesen gesamten Datensatz. Ja. Ach so. Mhm. Achso, wird das Modell anwenden? Genau, da gibt es verschiedene Stufen. Das war das eine, was ich meinte. Also entweder ich schaue mir anhand der Statistiker, die in den Daten errechnet wurden, Sachen einfach nur Informationen an, wie zum Beispiel, was sind meine wichtigsten Features? Also wenn ich da eine Entscheidung habe mit 200 Features, was sind eigentlich die 5, auf die ich achten muss? Und die anderen eigentlich total irrelevant ist. Das kann eine Info sein, hat dann aber nichts mit Integration mehr zu tun. Ja, also ich nehme die Daten, ich spiele die durch die Pipeline, mache ein Modell drauf und analysiere das Modell oder mache einfach eine Datenanalyse. Ja, vielleicht mache ich nicht mal ein Modell unbedingt. Bei dem Prozessoptimierungsfall oder Automatisierungsfall ist es eher so, da haben wir es dann so gemacht, dass man wirklich dieses, also zum Beispiel in H2O kann man dieses Datenmodell exportieren als Java-Object. Dann haben wir eine Spring Boot-Anwendung gehabt, die quasi eigentlich so eine Mini-Pipeline von Spark enthält, die aber jetzt keinen Cluster braucht, weil sie immer nur einen Datensatz transformieren muss. Aber sie muss natürlich transformieren, damit ich die gleichen Features bekomme. Und dann war es so, dass wir quasi so einen Connector für Camunda geschrieben haben, sagen, okay, an der Stelle möchten wir jetzt eine automatisierte Entscheidung treffen. Da haben wir quasi einen Connector gehabt, der sammelt alle Prozessvariablen, schickt die an unseren Spring Boot Service. Der weiß, okay, welche Features sind im Modell überhaupt relevant, nimmt sich diese, jagt die durch die kleine Pipeline, gibt die ins Modell und gibt die zurück. Ging relativ zügig, wenn das mit so einer kleinen Pipeline läuft. Aber das war so der Anwendungsfall, wenn wir versucht haben, das wirklich in den Prozess zu integrieren. Und dann muss man sich natürlich überlegen, naja, wie mache ich das Deployment von, ich habe neue Daten erstmal, dann mache ich ein neues Modell, wann deploye ich das wie eigentlich wieder in die Umgebung. Aber es ist eigentlich eher so, dass man dann so eine Anwendung hat, die man eigentlich nur dieses H2O-Modell austauschen müsste. Vielleicht macht man auch erstmal das zweite und guckt parallel, ne, wie verhalten sich die beiden eigentlich im Vergleich. Und wann führe ich dann eigentlich das zweite Modell ein?
Aber es kommt stark drauf an. Ja. Sorry, H2O. Ich weiß nicht, ob Spark sowas hat. Genau, die Spark-Pipeline, die macht ja diesen Datensatz. Das Machine Learning aktuell haben wir in H2O gemacht. Also diese Tabelle haben wir genommen und haben ein Machine Learning-Modell in H2O gebaut. Und H2O bietet dieses Exportieren explizit an. Da gibt es dann Mojos und Pojos, nennen die das. Das sind halt bestimmte Java-Objekte, die ich exportieren kann. Und mit der ich dann quasi hingehen kann und sage, okay, das sind meine Input-Features. Bitte mach mal eine Prediction. Dann kriege ich quasi einen Wert zurück von dem Modell, dass das die Prediction von dem Modell ist. Die Pipeline ist ja nur für die Vorverarbeitung, ne? Aber du meinst jetzt für den Service, der quasi unten dann an den Prozess gehangen wird? Diese Mini-Pipeline, um die Daten zu transformieren, oder was meinst du? Ja, also es ist richtig, ich muss natürlich die Pipeline, die ich für die Datenverarbeitung verwendet habe, fürs Modell, die muss ich nochmal in diesen Service exportieren. Das heißt, wenn ich die anpasse, weil ich neue Features generiere, muss ich die auch in der Deployment anpassen, weil ich sonst nicht dieselben Features bekomme, die ich vorher verwendet habe. Ja, das Features exportieren ist nicht in Spark, weil wir haben ja diese JSON-Datei, die ist von uns, die eigentlich nur sagt, wir haben also so ein relativ schlankes Interface, das sagt, es ist ein Pre-Processing-Step, der bestimmte Sachen tut. Und was wir eigentlich nur machen ist, wir nehmen diese JSON-Datei, suchen uns daraus die ganzen Klassen, die diese Interface implementieren und machen daraus eine Spark-Pipeline. Also diese JSON-Klasse kann man quasi nehmen und das nächste Mal in einer anderen Pipeline wiederverwenden in unserem Tool. Das hat jetzt nichts Spark-spezifisches zu tun, ich könnte das auch mit irgendeinem anderen Tool dann implementieren. Also die Logik ist nicht innerhalb von Spark. Genau. Ende. Am Anfang hatte es den Grund, das Modell, was am besten funktioniert hat, das war Gradient Boosting, das gab es noch nicht. Aber generell natürlich naheliegend, da auch mal reinzugucken, ob das nicht relevant ist. Deswegen sagte ich das. Ja. Okay. Dann hoffe ich mal, dass es interessant war und vielen Dank.